Hallo liebe Vitalisten, ich bin's wieder. Diesmal habe ich euch Aurea mitgebracht und die heutige Trainingseinheit soll mit Theravändern durchgeführt werden. Wir beginnen mit einer kurzen Erwärmung, Vorbereitung für die Gelenke und möchte ich dann im Anschluss dir noch ein paar Übungen im Partnerrücken zeigen mit dem Theravand. Los geht's! Beide Händen gegriffen, stell dich mit beiden Füßen stabil drauf, möglichst mittig. Achte darauf, dass du möglichst entweder barfuß auf so einem Theravand stehst oder mit nicht zu groben Sohlen, die Bänder halten nämlich nicht so viel aus. Los geht's! Wir fangen an, denk an den aktiven Stand und beginn deine Arme zu beugen. Die Hände führst du ganz nah an die Schultern ran und lässt die Arme wieder lang werden. Sollte das Theravand zwischendurch die Spannung verlieren, greif sie wieder kürzer oder lass es auch mal hängen, je nachdem, was deine Kraft auch hier sagt. Da es erwärmend ist, sollte es noch nicht so anstrengend sein. Sehr schön. Noch drei mehr. Hier erwärmen wir zunächst erstmal mit dem Bizeps, minimal die Schulter. Die kommt jetzt dazu. Du lässt deine Arme angewinkelt und hebst die Ellbogen nach vorne. Bring die Ellbogen auf Höhe Schulter und wieder zurück. Das wiederholen wir fünfmal. Zwei. Und obwohl deine Arme arbeiten, bleib stabil im Rumpf, spann den Bauch an, lass die Knie aktiv. Die Schultern geöffnet. So, beim nächsten Mal oben bleiben wir oben. Sehr gut. Überprüf nochmal deinen aktiven Stand. Knie sind gebeugt, Bodenbauch fest und beginn die Arme zu öffnen. Ellenbogen nach außen und wieder zurück nach vorne. Und wieder nach außen und wieder vor. Und außen. Und bleib auf dem Weg nach vorne mit den Armen, mit den Schultern schon stolz. Okay. Das nächste Mal bleiben die Arme geöffnet. Halte die Position und klapp nun deinen Unterarm nach vorne. Bleib auf den Schultern schön stolz, lass den Bauch fest und klapp die Hände wieder hoch. Und runter. Und wieder hoch. Noch zwei mehr. Vielleicht werden deine Schultern jetzt auch schon wärmer. Wenn die Hände oben sind, bleiben sie dort. Schließ die Ellenbogen, nimm die Ellenbogen wieder nach unten und lass die Arme lang werden. Sehr gut. Solltest du schon gemerkt haben, dass es hier wärmer geworden ist, prima. Ansonsten wiederhole es gerne noch ein zweites oder sogar ein drittes Mal, denn nur eine gut erwärmte Schulter ist eine gut vorbereitete Schulter. Weiter geht's mit einer anderen Bewegung, mit einer anderen Übung. Die Arme werden zur Seite bis zur Höhe Schulter gehoben. Langsam wieder nach unten. Auch hier, wenn du merkst, das Band ist dir zu locker, greif nach oder sollte das Band zu straff sein, dann lass es ein bisschen länger. Wunderbar. Die dritte, noch zwei Stück mehr. Und die letzte hältst du oben. Denk auch hier wieder an deinen kontrollierten Rumpf. Nimm jetzt beide Hände wieder nach vorne, die Unterarme gehen mit. So, dass du die Position von gerade eben einnimmst. Und dann streckst du die Arme wieder aus und beugst sie wieder an. Auch hier nur fünf Stück. Drei. Vier. Na komm, einen schaffst du. Hände vor. Streck die Arme aus und lass sie lang wieder nach unten. Sehr gut. Auch diese Übung kannst du gerne ein weiteres Mal wiederholen und sogar mit der vorhergehenden verknüpfen. Ja, von hier den Arm zu heben und dann mit dem Ellenbogen zu arbeiten, ist gar nicht so kompliziert. Wir gehen weiter. Ich möchte mit dir auch noch dein Fundament ein bisschen erwärmen. Und zwar geht es jetzt um die Beine. Die Bänder selber, die Bänderenden, kreuzt du. So kannst du an deinen Füßen eine gewisse Kontrolle, eine gewisse Spannung erzeugen. Entscheide dich für ein Bein, auf dem du stehst. Auf diese stellst du dich. Den anderen Fuß nimmst du zunächst erstmal in die Luft. Versuche hier eine Hüft- bis Schulterbreite Position bei deinen Füßen zu halten. Und wenn mehr geht, folge uns und spreiz das Bein ein klein wenig zur Seite ab. Langsam abspreizen, kurz halten, langsam zurück. Halte die Spannung im Theraband. Nicht ganz locker lassen, hier darfst du nicht mehr schlappen. Und wieder, ein zweites Mal, und zurück. Wir bleiben bei fünf Wiederholungen,
Nummer 3. Und Nummer 4. Denk auch hier immer an die Spannung im Po, im Bauch, in den Schultern. Letzte Wiederholung. Und zurück. Stell den Fuß ab. Ja, schöne Wärme im Standbein, obwohl sich das andere eigentlich bewegt hat. In Ordnung. Seitenwechsel. Das andere Bein mit deinem Standbein. Aktives Knie. Fester Po, starker Bauch. Und beginn das Bein abzuspreizen. Kurz halten. Langsam zurück. Spannung halten. Und wieder abspreizen. Zurück. Wenn du hier merkst, zwischendurch, das Theraband hat zu viel Widerstand, lass das Theraband einfach beiseite. Versuch nur mit deinem eigenen Körpergewicht zu arbeiten. Vorletzte Wiederholung. Sehr schön. Und noch einmal. Abspreizen. Kurz halten. Denk an die Po- und Bauchspannung, deine stolzen Schultern. Kehre langsam zurück. Und auf beide Beine. Sehr gut. Jetzt solltest du vielleicht auch ein wenig Erwärmung im Bereich Po, Oberschenkel und Außenseite merken. Ich spüre es auch gehörig in den Unterschenkeln, also in den Waden. Lass es uns kombinieren. Keine neue Übung, sondern die zwei bekannten in einem. Das heißt, du gehst zurück auf dein erstes Standbein. Hältst das Gleichgewicht und auch dein Bein zunächst in dieser Spannungsposition. Wenn das gut geht, folge uns und zieh mal die Arme nach außen. Zur Seite hoch. Langsam den Arm wieder zurück. Wir wiederholen das Gesamt fünfmal. 1, 2. Vielleicht kannst du. So muss ich einen Seestern fühlen. So eine Art, wenn er sich bewegt. Und 4. Und noch ein. Und hier. Da wackelt er sich sterben. Ja, kleine Welle hat mich erwischt. Arme zurück, stabiler Stand. Und ganz deutlich für mich zu spüren und vielleicht auch für dich, ist die Ganzkörperbearbeitung, dass wenn der ganze Körper arbeitet, dass es viel, viel anstrengender ist. Doch genau, das ist das, was dir im Alltag auch hilft. Gut, anderes Bein. Stabiler Stand auf dem anderen Bein. Spannung, Fuß im Standbein, mit dem abgespreizten Bein und beginn die Arme zur Seite zu strecken. Bleib angespannt im Po, Bauch und in den Schultern. Und 2. Das machst du sehr gut. Denk an deine Atmung. Tief, ruhig und gleichmäßig. 3. Es wird schon langsam wärmer. Das Leben eines Seesterns ist nicht leicht. Und die letzte. Die schaffst du. Und langsam zurück. Die Spannlösung. Sehr gut. Wunderbar. Das zu leichten Erwärmungsübungen, vor allem für die Muskelgruppen, für die Bereiche, die wir dann gleich brauchen. Wir gehen nach, und zwar mit Partnertraining mit genug Abstand. Die Bänder sind lang genug. Einer der Partner behält sein Theraband und gibt die Enden seinem Mittrainierenden an. Das geht auch, dann bist du jetzt diejenige, die das dann machen darf. Eine Variante, Partner 1 hält die Spannung in einer Art Ruderposition seiner Arme, während Partner 2 dynamisch arbeitet. Das heißt also, Andrea zieht am Theraband und lässt ihn dann ganz normal deine Ruderübung, wie du sie kennst. Solltest du hier merken, okay, du möchtest mehr Spannung, greift das Theraband kürzer. Dein Partner kann auch noch ein Stückchen weiter nach hinten gehen, je nachdem, was die Kraft und auch das Material hergeben. Sollte sich irgendwann der Zeit zeigen, okay, das Band wird zu leicht, kann man sich ein dummeres holen, ein schwereres oder dieses einfach verdoppeln. Man könnte meins dazulegen, ist gar nicht schwer. Okay, andere schöne Variante, wir arbeiten beide gleichzeitig, das heißt, unsere Spannung erhöht sich zeitgleich. Beide sind in Bewegung. Keiner kann sich mehr ausruhen, wobei auch der hält. Das hat, wenn du wirklich ambitioniert dabei bist, wenig mit Ausruhen zu tun. Sehr gut, machen wir noch 3 Stück. Sehr schön.
Okay. Bleiben wir bei der Variante Rückentraining. Eine Übung geht nämlich mal noch, wa? Jo. Okay. Butterfly Reverse ist mit Sicherheit eine bekannte Bewegung. Auch die lässt sich wunderbar mit Partner und Klärerband nachempfinden. Partner 1, der das Klärerband hält, so ein Zufall aber auch, hält die Spannung. Und Partner 2 ist der aktive Part, der bewegende Part. Und nimm mal einfach die Vorderflügel, Schulter und beginnen sie gestreckt nach außen hinten zu führen. Ich kann mir wieder als Aufgabe nehmen, meine Hände so zu positionieren, dass ich die Spannung aufbaue. Und dann der entscheidet sich für die statische Variante. Man kann es auch hier wieder dynamisch machen, dass die Arme vor und zurückgehen. Und okay, warum nicht wechseln? Ja, Andrea macht Butterfly. Und während Andrea Butterfly macht, gehe ich in den Ruder zurück. Kommen beide aufeinander zu. Die Übung wird sehr leicht. Und auf einmal sehr, sehr schwer. Pause. Gerne. Anstrengung. Genau. Ja, diese Variante ist sehr, sehr schöne. Man kann sich mit dem Partner auch abstimmen. Man sieht im Gesicht, wie angestrengt ist er schon, hat er noch Spaß. Geht noch ein bisschen mehr. Auch hier kannst du wieder variieren. Eine zweite Variante, eine andere Überlegung. Hier, ich drehe meinen Rücken zum Partner und wir müssen miteinander arbeiten. Hier kann Andrea mich jetzt mal zurückkehren. Ich nehme die beiden Enden und hältst es fest. Und genug Rücken. Ja, wir arbeiten mal nach vorne. Ich nehme beide Enden und angelehnt an den Liegestütz oder an die Brustpressenübung, die du mit Sicherheit auch aus dem Training kennst. Ich in einer stabilen Stand. Andrea kann in eine gewisse Grundspannung gehen. Und dann nimmst du deine Hände auf deine Höhe, wie du es kennst, von deiner Brustpresseübung. Und kannst auch hier wieder dynamisch arbeiten. Ich strecke den Arm aus. Entschuldigung. Ich strecke meinen Arm aus. Und Andrea kann dabei selber variieren, ob sie mir den Widerstand erhöht. Ja, das machen wir gleich mal. Oh ja. Oh ja. Da geht doch noch was. Das ist eine tolle Übung. Definitiv. Und auch hier das Schöne, man kann sich auch wieder miteinander einrufen. Andrea kann versuchen. Jetzt kommt der Bizeps dazu. Tolle Variante. Bring die Ellbogen an und beginn hier einfach mit dem Arm anzuholen. Auch eine sehr schöne Übung. Auch für den Partner hinterher. Meine Arme gestreckt nach vorne zu bringen, während Andrea auch versucht, die Arme kontrolliert zu halten. Ich das Schöne ist halt, du trainierst wirklich ganz differenziert mehrere Sachen gleichzeitig. Und obwohl meine Arme sich bewegen, brauche ich auch gehörig Bauchspannung dabei. Andere Variante, wir haben gerade die Arme gehoben, auch die Arme nach vorne gestreckt. Warum nämlich auch den bekannten Butterfly? Ich strecke meine Arme zur Seite aus und führe sie gestreckt nach vorne. Auch hier können wir wieder variieren, die Spannung der Partner hinter dir. Oh ja, das ist eine gute Übung. Auch hier kann der Partner hinter dir dann geheimlich entscheiden, ob er die Übung schwerer oder leichter macht. Oder ob er für sich selber lieber schwerer. Oder ob er für sich selber auch dabei mittrainiert. Nächste tolle Variante, und mit noch mehr miteinander arbeiten, wir benötigen das zweite Klärerband. Das ist auch ein bisschen ähnlich wie das Training mit dem Gegenstiel. Der Vorteil wieder, das Theraband, es ist weich. Ja, man hat also keine wirklich tollen Druckstellen für die zarten Vorsicher unter uns. Moment, wir müssen jetzt. Genau, eine. So, und dann können wir uns mal rücklings zueinander stellen. Jetzt können wir gleichzeitig Brustmuskeltraining machen zum Beispiel. Wir machen diese Armhebelübung von Seite über vorne nach vorne. So, so würde ich das jetzt ungefähr deuten. Ne? Also denk dran, stabiler Stand, die Arme sind gestreckt, bleiben stolz an Brust bei der Übung und heben die Hände nach vorne. Dann gehst du langsam zurück. Und auch hier, das ist jetzt eine sehr gute Einstiegsübung. Wir werden noch zwei Wiederholungen machen. Und dir dann nochmal kurz demonstrieren, wie das mit der Brustpressenübung aussieht. Wir lassen also die Arme gleich mal oben, beugen wir noch die Ellenbogen an. Und auch hier, Variante, Partner 1, der mit den grünen Ärmeln muss die Arme strecken, während Partner 2 versucht einfach nur die Startposition zu halten. Oder wir arbeiten beide gleichzeitig.
Beide Strecken gleichzeitig über Arm aus. Oh ja, das ist eine schöne Variante. Jetzt kommt was an, hä? Jetzt kommt tatsächlich was an. Sehr schön, dann noch zwei mehr. Lass uns drei rausmachen. In Ordnung? Bin ich ganz bei dir. Lange letzte Wiederholung. Gehen wir in die Startposition, strecken die Arme zur Seite aus. Und auch hier nochmal die Variante Butterfly. Beide Partner können gleichzeitig Training machen. Führen die Hände nach vorne zusammen. Und zurück. Und wieder vor. Oh ja. Das ist total interessant, dass man die Bewegung des Gegenübers trotzdem ganz deutlich spüren kann. Ohne dass man da was sieht. Schauen wir mal weiter her. Ja. Sehr schön. Egal. 100. 100. 200. Und 300. In Ordnung. Hände an die Seite. Spannung lösen. Auch hier. Gedankengang, nur ganz kurz, wenn du mit dem Partner schon eingegroovt bist. Es spricht auch hier nichts dagegen, einseitig zu arbeiten. Partner 1, beide gehen in die Startposition. Du hältst den Arm fest, während der andere strecken muss. Ja, das jetzt gegenseitig, also die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Nächstes Mal ein bisschen mehr. Jetzt allerdings die Variante, was kann man auch im Sitzen machen? Da genügen uns auch die beiden Theraländer im Sitz gegenüber und lieber mit zwei Therabändern arbeiten. Mehr Band, weniger Widerstand, eine bessere Konzentration auf die Bewegung selber. Okay, aufrechter Sitz, deine Füße stehen auf der Ferse, die Knie bleiben angewinkelt. Denk bitte an den Rumpfspann. Sollte es im Rücken zwicken, setz dich wieder ein wenig aufrechter hin. Es ist ganz entscheidend, die Po- und Bauchspannung zu halten und den Rücken zu unterstützen. Das Training mit den Theramännern ist nur Beiwerk, um den Muskel selber ein bisschen mehr zu reizen. Gut, leichte Bewegung, ziemlich bekannte Bewegung, das Band ist auf leichter Spannung. Wir beginnen mit einer einfachen Ruderbewegung. Die Hände aus dem Bein, wir haben eine aufrechte, kontrollierte Position und bewegen, wie du es kennst, wieder gleichzeitig zu rudern. Partner 2 kann auch rudern, während Partner grün habe, die Spannung halten muss. Ob hier sollte jetzt der eine ausnahmsweise mal noch Kraftreserven haben, kann ich auch während Andrea rudert, zum Beispiel meine Arme in eine für mich schwerere Position bringen und das dann versuchen zu halten. Das verändert, denke ich, auch den Widerstand für mich, weil die Zugrichtung eine andere ist. Ja. Auch hier, auch dort die Variation, warum denn nicht einen rudern lassen, der andere macht den Ball auf der Reverse. Beide lösen und beide spannen an. Ja. Und hier tief oder auf Schulterhöhe zu arbeiten mit dem Arm ist verhältnismäßig angenehm und gut machbar. Was natürlich auch Riesenspaß bringt, ist das Arbeiten der Arme über Kopf. Ja. Und ich sage, Partner 2 darf gerne die Spannung halten, weil ich liebe so doll meine Übungen über Kopf mit den Armen. Und warum nicht? Ja? Die Bewegung wäre dann eine und zurück. Heben und zurück. Aber nun gut. Ein paar weitere kreative Ansätze gebe ich dir in den nächsten Videos. Bis dahin, bleib stark gesund. Bye. Tschüss. Ja, die Möglichkeit unerschöpflich. Wir machen weiter im Sitz. Natürlich auch hier Varianten über Varianten. Angesetzt hat man gerade bei der Übung, die Arme mal über den Kopf zu heben. Ja? Die lange Richtung noch kurz weiter. Partner 1, Partner 2 haben wieder den aktiven Sitz eingenommen. Mein Gegenüber darf die Position halten, während ich meine Lieblingsbewegung ausführe. Das Arme heben über Kopf. Und es spricht nichts dagegen, auch hier wieder zu variieren. Bleib mit dem Arm über Kopf für wenige Sekunden. Kehre zurück in deine Startposition und wähle, ob du das Theraband länger oder kürzer greifen möchtest. Wichtig ist bei sowas immer Bewegung vor Belastungen. Und wir wollen ja das Schultergelenk benutzen in seiner kompletten Reichweite und nicht auf Reichweite verzichten, nur damit wir unglaublich viele Kilos ziehen. Die Kilos kommen von alleine, wenn ich da meine. Sodass wir hier auch zum Beispiel von der Variante die Arme über Kopf zu heben auch wieder wechseln können in die Startposition für das Butterfly-Reverse. Wieder den Arm über Kopf und wieder zur Seite und noch einmal, bevor der dann doch zu warm wird.
Das ist spannend. Ich das selbst bei meinem Gefühl ist ich genug im Körper nicht. Ja. Interessanter Gedankengang, einseitiges Training. Ich hatte es vorhin erwähnt. Ich möchte dir gerne da nochmal ein paar Variationen jetzt demonstrieren zusammen mit mir, was uns da so eingefallen ist. Variante 1. Wir sitzen. Beide Partner beginnen zunächst mit dem Anspannen in Ruderposition. So, Aufgabe ist es jetzt, mit einer sich abgesprochenen Seite zu beginnen. Ich würde vorschlagen, kurz an die Seite zu unseren, zu euch Vitalisten. Und jetzt hier zu sagen, okay, hiermit lösen wir die Spannung und bauen sie wieder auf, während die andere Seite erstmal nur hält. Sehr gut. Jetzt die interessante Frage. Statt nur mit Kraft können wir auch mal mit Koordination arbeiten. Wie sieht es denn aus, wenn der andere Arm beim nächsten Mal zeitgleich mit nach vorne gestreckt wird, aber auf der Schulterhöhe bleibt und den Butterfly-Bewegung macht? Oh, warte. Ja, ganz so. Also, jetzt habe ich verstanden. Ich bleibe ein bisschen länger, weil es dauert ein bisschen sehr kurz. Kann ich gar nicht. Nicht mehr. Nicht mehr? Genau, dann gehen beide Arme wieder zurück. Einmal Butterfly, einmal Ruhe. Und der hat Kraftzahl. Okay, noch eine mehr. Dann bist du zu schwach. Ja, das kann ich nur gut Kraft haben. Okay, dann wechseln wir kurz auf die Seitenfläche. Butterfly, diese Seite, Ruder auf der anderen Seite. Zug. Zug. Und es spricht auch hier nichts dagegen für dich, die Übung wieder zu variieren, den Arm zum Beispiel über Kopf zu geben, wenn du unbedingt möchtest. Oder auch Bewegung für Bewegung zu wechseln. Aber das ist dann was für Level 2 für nächste Woche, wie ich so schön sage. Für heute, für die Übung noch 3 Stück. Langgestreckt aufzustellen. Hier muss man sich nicht physisch so nahe kommen, dass wenn man sich gegenüber sitzt. Aus eigener Erfahrung, der aufrechte Sitz alleine ist schon nicht ohne. Wenn du dir jetzt vorstellst, 2 Minuten lang diese Position zu halten, ich merke es gehörig in der Einrichtung. Nichtsdestotrotz, umso wichtiger ist es, dass wir das jetzt machen. Wir schnappen uns wieder beide Kehrerbänder und wollen nun mit dem Oberkörper selber arbeiten. Arme, Schultern, Muskeln, alles warm. Bring also deine Arme wieder in die Butterfly-Position. Gerne mit Spannung, die gut erträglich ist. Und dann beginnen mit deinem Partner zu rotieren mit dem Oberkörper. Auch hier fühle ganz bewusst, dass du wirklich auf deinen Beinen sitzt, dass die schön ausgestreckt sind, dass du Bauch und Hochspannung hältst. Den Oberkörper rotierst. Auch hier Variante: Partner Grünarm muss stillhalten, während Partner Freiarm alleine rotiert. Partner Freiarm. Felix Partner Bizeps. Genau. Also auch hier nur stillhalten. Es wirkt, es sieht sehr, sehr leicht aus. Nur stillhalten ist auch schon genauso anstrengend. Kommt schon an. Seid ihr gebraucht, müssen wir bewegen? Vermuten also. Viel Bauch, ich war auch sehr schön für die Wirbelsäulenrotation, also alles, was dich wirklich stabil macht. Gut, in Ordnung. Für mich wird es langsam anstrengend, das Ganze zu halten. Es steckt tatsächlich dann in der Teufel im Detail. Viele Varianten. Auch hier die Möglichkeit, sich jetzt nochmal mit dem Rücken zum Partner zu drehen. Und dann auch hier wieder verschiedene Übungen auszuführen. Den passt an und der Rücken. Und auch hier, allein durch das aufrechte Sitzen, geht es mir so, dass ich eine doch andere Grundspannung habe im Körper, im Rumpf, vor allem auch im Bauch, als ich das hätte, wenn ich sitze. Wir machen nochmal eine lockere, schön bekannte Bewegung, und zwar die Brustpressen-Variante. Beide Partner strecken gleichzeitig die Arme nach vorne aus und wieder andrücken. Und wieder strecken. Nicht zu dicht.
Bitte? Und nicht zu dicht. Nein, nein. Wir wahren den Abstand, das ist ganz wichtig. Ich auch hier nochmal die Variation vom Brustpressen zu der Butterfly-Übung zu gehen. Wir strecken jetzt die Arme so weit aus und fühlen sie gestreckt nach vorne. Auch hier der Gedankengang. Partner Grünarm kann ja wieder die statische Rolle übernehmen und Partner und Freiarm die Arme bewegen darf. Auch hier steht es dir frei, warum denn nur diese Position zu halten. Gerne kannst du auch die Arme zur Seite strecken oder wieder über den Kopf. Auch hier zeigen sich viele, viele Möglichkeiten für dich, aktiv zu werden. Nun gut, lösen die Spannung aus den Vera-Bändern, aus dem Rumpf, aus den Muskeln und hoffen, dass wir dir mit diesem Video einen neuen Input gegeben haben, neue Ansätze für dein Training für zu Hause. Ob man da jetzt dann einen Partner hat, das wäre sehr, sehr schön, der damit helfen kann. Zu Hause hast du vielleicht auch stabile Möbel, um die man sowas bilden kann, was eigentlich der Küchenschrank ausgezogen wird oder so. Bleib gesund, bleib stark. Bis ganz bald. Bye.